Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harvesteller. Wir sind immer noch in Argen und wollen uns heute weiter um die Hauptquest kümmern, was bedeutet, dass wir mit Beric sprechen und der uns den Eingang in die heilige Höhle der Winterchronomalie zeigt. Den Geheimeingang. Und ja, ich bin gespannt. Und sag einfach mal, let's go. Lass uns aufbrechen. Und ich muss sagen, vom Style her gefällt mir Beric bisher von den Charakteren, die man so getroffen hat, wirklich am besten. Neben Ishtina. Aber erinnert mich so sehr an die Organisation 13 Mitglieder aus Kingdom Hearts. Klar, dass ich ihn mit am coolsten finde. Also ja, yes, Söldner. Wir haben eine neue Klasse erlernt. Das können wir uns gleich auch nochmal anschauen. Auftrag. Nämlich den Rächer. Also eine Schusswaffe tatsächlich. Ein Häresieauftrag mit Abstand. Der Söldner zielt und trifft seine Beute mit absoluter Präzision. Besonders wenn er Rachegelüste hat. Nachladen können wir. Umschalten zwischen Flamme und Frostgeschossen. Ändert normalen Angriff und Fähigkeitsattribute. Dann können wir leider sonst noch nichts, aber ja. Wir können Feuer und Eis zaubern. Ja, das konnte ich, glaube ich, nur ändern, wenn wir... Nee, doch nicht. Okay. Nicht nur am Speicherpunkt. Ich würde mit dem Mechaniker mal auf den Rächer wechseln. Und einfach mal schauen, wie der Typ denn so ist. Ich meine, wenn wir wohin gehen, wo es Eis gibt, wäre es doch bestimmt cool, auch einfach mal mit Feuergeschossen zu arbeiten. Können wir gehen? Ich bin bereit. Okay, gehen wir. Warte, wir gehen jetzt sofort? Ja, dieses geheime Lager ist ziemlich tief unter der Erde. Direkt darüber gibt es einen kleinen unterirdischen Korridor. Das wusstet ihr doch. Deshalb seid ihr doch zu mir gekommen, oder nicht? Außerdem kommt man ohne ein bisschen Risiko im Leben nun mal nicht weiter. Warte einen Moment. Es ist unmöglich, dass der Orden diesen Tunnel nicht schon längst gefunden hat. Nee, keine Sorge. Niemand im Orden kennt diesen Weg. Ich glaube, er wurde von wem gebaut, der gegen den Orden rebellierte. Aber diese Zeiten sind lang vorbei. Und niemand würde ihn heutzutage mehr benutzen. Das ganze Ding sieht aus, als breche es jeden Moment zusammen. Das klingt ja vertrauenswürdig. Selbst wenn sie jemanden hier vermuten würden, hätten sie so viel Angst, demjenigen zu folgen. Das soll bloß abschreckend wirken. Wrecker benutzt den Zugang dauernd, also ist er bestimmt sicher genug. Klingt logisch, was das Mädel sagt. Gehen wir. Als hätten wir nicht schon Schlimmeres erlebt, als ein Weg, der einstürzt. Wir waren in der Höhle, wo alle paar Meter der Boden eingestürzt ist. Heilige Chronomalie-Höhle. Oh, die Blumen sind ja schön. Und die Stalaktiten. Wir sind da. Es war einfach als erwartet. Weil ich dauernd hier herumrenne, ein Neuling würde eine Welt des Schmerzes kennenlernen. Eine Welt des Schmerzes? Du hast recht, Brecker, ich verlasse mich darauf, dass du tust, wofür wir dich bezahlt haben. Was meinst du mit wir? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat deine Freundin mich bezahlt. Also, das war bestimmt das, was Jenny auch sagen wollte. Siehst du? Keine Sorge, ihr kommt schon auf eure Kosten. Ich habe sowieso meine eigenen Pläne. Mit der Chronomalie des Winters, also haltet mich nicht auf.
Lass mich ran, du willst sie zerstören. Dann ist die Frage, warum willst du sie zerstören? Heine, ich würde dich, glaube ich, gern mal austauschen. Ich kann ja leider nur 3 Kameraden gleichzeitig dabei haben. Ja, ich glaube, ich würde Heine kurz austauschen. Heine. In Brecker. Und erstmal speichern. Neues Gebiet, neuer Speicher. So. Hallo. Ich bin du und ich stehe seit ein hübsches Team. Mit mir zusammen, wir rocken alles. Versteckter Gletscherzugang. Na, oh, ist das hübsch hier. Ich mag seine Stimme. Man hört sie jetzt nicht so häufig, aber ich mag seine Stimme. So, und ja. Ich wollte ja mal austesten, wie so diese andere Klasse ist. Natürlich kriegen wir das passende Outfit dafür. Ist sehr nice. Mit dem Umhang. Bin ja gespannt, wie das so ist. Jetzt haben wir natürlich Ishtina nur noch als einzige, die in Angriff geht. Ich mag das Feuer. Na, wir können switchen zwischen Eis und Feuer. Logisch, hier unten ist erstmal das beim Feuer zu bleiben. Hallo! Wobei da jetzt beim Gnome zum Beispiel gar nicht die Schwäche Feuer dabei steht. Er scheint gar keine Schwäche zu haben. Kohlsamen, yay! Ich habe mich zwar schon mit Samen eingedeckt, aber mehr können jetzt trotzdem nicht schaden, für wenn die Samen trotzdem leer werden, voll benutzt sind. Hui, das Klitschige hier ist ja tricky. Okay, da kommen wir nur von der anderen Seite dran. Orientierung. Kleiner Pelz und Rotblatt erhalten. Die Treppe können wir reparieren. Ich habe leider nicht so viele Reparaturkits dabei. Ich hoffe, die paar reichen. Ah! Oder wir bekommen einfach welche. Gut, hier geht's zum Eingang einfach zurück. Ich hoffe ja innerlich immer so ein bisschen, dass die Dungeons nicht zu verwinkelt werden. Ton und kleiner Eiskern. Orientierungssinn ist halt auch einfach nicht der Beste. Es würde mir wahrscheinlich zu große Probleme bereiten, wenn der Dungeon zu riesig würde. So, wir haben noch 2 Stunden etwa. Bis dann möchte ich zumindest die zweite Brücke noch reparieren, um
schnell wieder zurückkommen zu können. Och, ich hoffe, man kann hier nicht runterfallen. Okay, man kann wahrscheinlich runterfallen. Sonst hätten sie es so nicht aufgebaut. Oh. Ganz vorsichtig. Dann kriegen wir auch die Truhe hier. Mit Golderz, ja nice. Das war jetzt nicht so nice. So, das war, glaube ich, die zweite Brücke. Ja, ich bin zu müde. Okay, ich muss nach Hause. Aber zumindest haben wir zwei Brücken noch hinbekommen. Und ein neues Level erreicht. Das ist auch schön. Sommerbrise, Tag 25 abgeschlossen. Da haben wir schon Sommerbrise Tag 26. Noch 5 Tage bis zum Silenzium. Ein neuer Brief von Kress. Okay. Hi. Du hast dich ja lange nicht mehr gemeldet, Frau. Und von Ishtina. Schön. Jolkul-Glocke will ich gerade noch reparieren. Dann ein paar mehr Reparatursets könnten bestimmt nicht schaden. Hier für den Dungeon? Ja, komm. Muss eigentlich reichen. So. 3 neue Briefe. Lilia. Wer war nochmal Lilia? Danke, dass du dich so gut um Jade und mich gekümmert hast. Ich bin so froh, ihn wiederzusehen. Ich hatte schon aufgegeben. Wenn du das Zeit hast, würde ich mich freuen, wenn du noch einmal nach Anemia kommen könntest. Ja, Jades Gedächtnis ist doch noch nicht zurück, aber ich gebe nicht auf. Ah, das waren die beiden Schiffsbrüchigen. Die angespült wurden. Was? Ich habe noch eine Bitte, aber ich habe nicht viel Zeit, also halte ich mich kurz. Bring mir bitte 2 Rotblätter aus der stillen Höhle. Danke nochmals für deine Hilfe. Ich kann nicht glauben, dass das nach unserem Gespräch wirklich passieren konnte. Ich fürchte, da besteht möglicherweise eine Verbindung. Das ist jetzt so lange her, dass ich nicht mehr weiß, was eigentlich vorgefallen ist bei Kress. Offenbar gab es einen weiteren Vorfall in Argen. Das ist eine gute Gelegenheit für uns, um Hinweise auf unsere Angreiferin zu finden. Gehen wir am besten sofort dorthin. Ich werde in Argen auf dich warten. Ja, in Argen sind wir ja sowieso unterwegs. Mein Rucksack ist voll. Ja, nun. Das Essen behalte ich mal. Glitzerpulver. Ein hübsches Glitzerpulver, woraus es besteht, weiß man nicht. Wird aber schon mal ziemlich wertvoll eigentlich. Rucksack. 1800, 1900. Das Omelette kann ich nicht verkaufen, also nehme ich es selbst zur Heilung. Um die Glocke brauche ich mich eigentlich nicht kümmern, aber sie haben die Eier. Stimmt, die sollte ich abholen.
Und das Uferbiom wartet natürlich auch auf uns. Außerdem kann ich hier Sachen entfernen. Es regnet. Ja, okay, dann brauche ich nicht gießen. Haoma-Getränk. Ein leicht bitteres Getränk aus Einsiedlerwurzel. Manche Leute nehmen die Wurzel lieber heraus, aber andere schwören darauf, sie drin zu lassen. 800 Punkte gibt uns das. Außerdem erhöht sich die Ausdauer und die LP-Regeneration. Nehmen wir es erstmal mit. Nicht speichern, zum Uferbiom. Genau, und ihr seid noch nicht so weit, dann brauche ich gar nicht weitergehen. Sondern dann gehe ich direkt mal zu Cress mit den roten Blättern. Ich habe hier genug davon. Und bring sie in Nemir. Nicht Nemir. In Lethe vorbei. Aber ich weiß wirklich nicht, was passiert ist bei Rest das letzte Mal. Hallo. Okay, du bist da. Doktorin Cress, wie geht es meinem Bruder? Fürs Erste muss er die Medizin nehmen, die ich verschrieben habe. Und dann sehen wir, wie es sich entwickelt. Lass mich sofort wissen, wenn sein Zustand sich ändern sollte. In Ordnung. Vielen Dank, Doktorin Cress. Kein Grund, mir zu danken. Ich habe ihm nur etwas Medizin verschrieben. Trotzdem, ich bin einfach froh, dass sich jemand um ihn kümmert. Das ist alles sehr schmerzhaft für dich, nicht wahr? Das ist es. Hör zu, ich kann dir nicht versprechen, dass ich ihn heilen kann. Aber ich kann dir versprechen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um deinem Bruder zu helfen. Vielen Dank, Doktorin. Ja, willkommen. Oh, Jenny. Hast du die Materialien mitgebracht, um die ich dich gebeten hatte? Du gibst Cress die Materialien. Perfekt, vielen Dank. Nein, das war eine Verwandte eines Patienten, seine kleine Schwester. Das stimmt was nicht. Der Patient zeigt Symptome der Stille. Ich habe vor ein paar Tagen einen Hausbesuch gemacht, um zu sehen, wie sich die Krankheit entwickelt. Es ist genau wie bei meinen Eltern. Körperlich bleiben sie unverändert, aber mit jedem neuen Tag verlieren sie an Kraft, weiterzuleben. Ich werde tun, was ich kann. Gerade ziele ich darauf ab, ein Präparat aus den Materialien herzustellen, die du mir gebracht hast. Jedenfalls setze ich alles darauf, dass es dieses Mal funktioniert. Richtig. Die Heilung dieser Krankheit macht mein Leben als Ärztin aus. Für den Patienten und seine Familie. Und auch für meine eigenen Eltern.
Ich werde diese Heilung finden. Wir haben einen langen Weg vor uns. Ich zähle auf dich, Jenny. Wie auch immer. Ich darf keine Zeit mehr verlieren. Wenn weiter nichts ist, werde ich mich wieder an meine Forschung setzen. Ich schicke dir einen Brief, wenn ich etwas brauchen sollte. Pass auf dich auf, Jenny. Yay! Die nächste Quest abgeschlossen. Das hat ja jetzt auch eine Weile auf sich warten lassen. Die nächste Quest von Gress. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Ich bin froh, dass das nicht der Fall ist. Jo. Dann wären wir mit Gress fertig. Vielleicht kaufe ich hier ganz kurz noch Futter. Erstmal Toto-Taco-Futter. Dann hätte ich natürlich eigentlich gerne auch noch ein bisschen Gluckelfutter. Und dann gehe ich nochmal schnell nach Hause und bringe das Futter nach Hause. Weil ich das nicht unbedingt... Ups, da wollte ich gar nicht hin. Weil ich das nicht unbedingt mit mir herumschleifen möchte, wenn ich in der Hauptquest weitergehe. Totaku, da bist du ja. Mein Totaku kann nun Löcher graben? Was? Wie cool. Ich dachte, es wird einfach nur schneller. So, dann haben wir 25 von 30 Futter. Das ist erstmal wieder genug. So, Zielwellen. Nicht hier. Wieso vergesse ich immer, dass ich nicht zwischen den verschiedenen Städten porten kann? Löcher graben. Dein Haustier wird ein Loch für dich graben, wenn du beim Reiten X drückst. Das Graben von Löchern kann versteckte Höhleneingänge aufdecken. Okay, cool. Ich werde aber erstmal mit der Hauptquest weitermachen. Stimmt, wir hatten noch keinen anderen. Ich hatte nur die Abkürzung freigeschaltet. Die beiden Brücken. Bin übrigens sehr froh, dass es diese Shortcuts gibt. Nicht so viel Damage. Also gefühlt diese Rächer-Klasse. Gut, die habe ich natürlich auch noch nicht gelevelt, im Gegensatz zu den anderen. Furchtmonster. Hier scheint aber auch nur das Furchtmonster zu sein. Nee. Und hier kamen wir. Also muss ich vielleicht doch am Furchtmonster vorbei.
Also bisher scheint es mir nicht so viel zu bringen, hier tatsächlich mit Feuer zu kämpfen. Aber ich finde es sehr schön, dass man eigentlich für jeden Geschmack eine Waffe eingebaut hat. Ob man jetzt Fernkämpfer ist oder lieber heilt. Und ob man halt eher auf Schusswaffen steht oder auf Magie. Da ist halt wirklich für jeden was dabei. Bomben? Hier. Oh, noch eine Einsiedlerwurzel. Die gibt es hier in der Gegend hier sehr häufig. Okay. Hier auf dem glitschigen Bereich sind die Dinger schneller. So, eine Cornello-Puppe. Yay! Ich meine, vielleicht haben wir langsam auch genug, um mal wieder beim Händler vorbeizukommen. So, nächster Speicherpunkt. Finde ich schon mal schön. Wartet. Ich spüre ein paar große Probleme? Monster, okay. Und sie wirken nicht besonders freundlich. Was ist das? Eine Art Söldnerinstinkt? Könnte man so sagen. Wir müssen besiegen, was immer vor uns liegt, wenn wir weiterkommen wollen. Okay, aber die haben kein Level, keine Levelanzeige. Das ist jetzt nicht so cool. Also dem Feuer widerstehen sie gefühlt, hier. Wir haben dich trotzdem gleich besiegt. Ich glaube, ich heile uns lieber mal. Der Tina bekommt ja auch einiges ab. Wir haben es geschafft. Nein, das haben wir noch nicht. Das ist nicht gut. Ich würde behaupten, wir haben keine Zeit, hier herumzustehen und das in Ruhe zu besprechen. Oh oh. Warte einen Moment, das ist aber nicht fair. Es hat seine Freunde zur Hilfe gerufen, wie? Wer hätte gedacht, dass es so beliebt ist? Trete zurück.
Okay. Wo ist Beric? Du solltest an deinen Manieren arbeiten. Die Priesterin, oh nein. Sie haben uns erwischt. Du bist es. Als man mir sagte, jemand wäre hier eingedrungen, hätte ich nie gedacht, dass ihr das wärt. Was macht ihr hier? Ikonomalie? Ihr führt doch etwas im Schilde, oder nicht? Schwester Shrika, egal was sie vorhaben, es ist ihnen nicht gestattet, hier zu sein. Wir müssen sie gefangen nehmen und vor Gericht stellen. Richtig. Nicht gestattet? Nicht gestattet? Seid ihr euer Gerede nicht langsam leid? Und was macht ihr überhaupt hier? Seid ihr die großen Wächter der Chronomalie oder wie? Das sind wir nicht. Die Chronomalie liegt jenseits des menschlichen Verständnisses. Sie wacht über uns alle, was wir tun. Was für ein primitiver Gedanke. Haltet ihr sie etwa für eine Art Gott? Ihr wisst, dass es Gott nicht gibt, oder? Die Wahrheit wird eines Tages ans Licht kommen. Was tut ihr dann, wenn es euch wie Schuppen von den Augen fällt? Schwester Shrika, seine Eminenz hat uns befohlen, die Eindringlinge festzunehmen. Du hast recht. Verstanden. Führt sie ab. Was? Glaub nicht, dass ich das machen lasse. Ey! Nein! Ich bekämpfe euch! Beginnt mit der Inquisition. Wir wollen uns einfach gefangen nehmen lassen. Bringt die Gefangenen hierher. Ja, dann will ich aber auch eure Eminenz, die Tolle, mal endlich sehen. Ich halte ja nichts von, naja, Vertretern Gottes, die schon fast selbst als göttlich betrachtet werden. Haben wir unsere Gefangenen früher wirklich so schlecht behandelt? Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Ich kann nicht an einen solchen Ort eingesperrt bleiben. Und wo ist Brecker? Ich habe nur eine Sekunde nicht hingesehen und weg war er. Seine ehrwürdige Exzellenz Siegfried, Patriarch von Argen. Mit Siegfried stimmt halt irgendwas nicht, das hat Brecker auch schon angedeutet. Das ist also der Patriarch, wegen ihm stecken wir erst in diesem Schlamassel. Ich frage mich, was sie wohl denkt. O heiliger Stein der Jahreszeiten, in deiner Gnade richten wir die verlorenen Seelen, wie die Chronomanie es gebietet. Also das ganze göttliche Getue geht mir sehr auf die Nerven. Beginnen wir, Inquisitorin, führen ihren Sünden auf. Euer Eminenz, die Sünder wurden in der heiligen Chronomalie-Höhle aufgegriffen. Sie stehen vor Gericht für die Entweihung eines solch heiligen Bodens. Ihren Fußspuren zufolge wollten sie das Zentrum der Höhle erreichen, den Sitz des Steins der Jahreszeiten. Sie sind keine gewöhnlichen Schurken. Wir glauben, ihre Absichten waren von rein bösartiger Natur. Verstehe. Eine Frage an die Angeklagten. Was habt ihr euch erhofft, im Zentrum der heiligen Chronomalie-Höhle zu erreichen? Also Jenny, wir dürfen nicht leichtsinnig antworten. Möchtet ihr damit andeuten, dass eine uns unbekannte Kreatur mit dem Stein der Jahreszeiten verbunden sei? Sie ist größenwahnsinnig und will uns ihre Verblendung glauben lassen, was eine weitere große Sünde darstellt. Ihre Schuld scheint unbestreitbar. Rufen wir Zeugen auf, die die Schwere der Sünden dieser Angeklagten bezeugen können. Wir rufen die erste Zeugin auf. Ich habe es gesehen, ich habe alles gesehen, wie sie verborgen und flüsterten und Pläne schmiedeten. Wer bist du? Ich habe doch gar nichts von ihm genommen. Ich habe doch gar nicht von ihm gekauft. Was soll denn das?
Sobald ihre Unterredung beendet war, verschwanden sie urplötzlich im Nichts. Sie eilten davon, um ihre scheußlichen Pläne in die Realität umzusetzen, ohne Zweifel. Das ist alles, was ich gesehen habe. So ein Schwachsinn. Ich bewachte die heilige Chronomanie-Hülle. Sie waren dort, als der Widerständer sie stürmte, aber... Ich habe niemanden gesehen. Dass sie zu dieser Zeit anwesend waren, lässt mich glauben, dass sie den wahren Täter decken wollten. Ja, da besteht kein Zweifel. Es ist wahrlich sündhaft. Es ist alles, was ich zu sagen habe. Man kann einem auch einfach alles falsch auslegen, Leute. Ja, lass mich raten, ich habe dein Ding nicht aufgehoben. Hätte ich es aufgehoben, hättest du gedacht, ich will es dir stehlen, ne? Vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich sah die Sünde, als ich meine Floßindulgenz hier fallen ließ. Du hast mich über den Haufen gerannt. Und ich habe sie nicht aufgehoben. Ich ließ sie zurück, meine wertvolle Floßindulgenz. Es ist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Das ist das Ende meiner Darstellung. Was geht hier vor? Sie verbiegen die Wahrheit so, dass wir als ruchlose Verbrecher dastehen. Es ist nun klar, dass die Abgründe ihrer Sünden tiefer liegen, als ich es mir je hätte vorstellen können. Eure Eminenz. Ja, mein Kind. Sollten wir den Sündern nicht erlauben, sich gegen diese Anschuldigung zur Wehr zu setzen? Wir dürfen nicht einfach annehmen, dass die Zeugen die reine Wahrheit spricht. Das wird nicht nötig sein. Oder glaubst du den Worten eines Sünders eher als denen des Hüters einer Floßindulgentia? Mit allem Respekt, eine Floßindulgenz sollte nicht den sozialen Stand einer Person bestimmen. Außerdem glaube ich nicht, dass es irgendjemanden von jeglicher Sünde freispricht. Shaker, du bist erschöpft. Bitte ruhe dich etwas aus, sobald die Inquisition beendet ist. Wow, lass dich doch nicht so bevormunden. Seine Eminenz verkündet sein Urteil. Jawohl, die Sünden dieser Verbrecher sind unbestreitbar. Es reichte ihnen nicht, heiligen Boden zu entweihen. Sie säten auch Zwietracht und begangen sogar Diebstahl. Ich habe doch gar nichts genommen. Ich habe nichts geklaut. Es gibt nur eine angemessene Strafe für jene, die sich der Gnade der heiligen Mutter entziehen. Hinrichtung. Das können die nicht. Ich denke, egal was wir getan hätten, es wäre auf dieselbe Story hinausgelaufen, dass sie versucht hätten, uns hinzurichten. Ins Verlies mit euch. Ja, supi. Wir wollen doch nur die Welt retten, aber es war ja klar, dass ihr so verblendet seid, dass ihr uns dabei nicht helfen wollt. Gekerkert zu werden, fühlt sich ziemlich merkwürdig an. Apropos, ich möchte ja nicht naiv erscheinen. Aber Hinrichtung heißt, dass sie uns töten werden, oder? Das bedeutet in dieser Zeit nicht zufällig was anderes. Ich kann nicht glauben, dass ich so sterben werde. Ich werde nie wieder in meine eigene Zeit zurückkehren. Aber du hast mich doch nicht zu nichts gezwungen. Ich war diejenige, die unbedingt die Chronomanie erforschen wollte, um in meine eigene Zeit zurückzukehren. Jetzt, wo es soweit gekommen ist, wünschte ich, ich hätte mehr Zeit mit meinen Eltern verbracht. Es ist nicht so, dass wir uns nicht nahe standen, aber das ist schon eine merkwürdige Frage gerade jetzt. Ja, ist auch egal. Wir werden wohl sowieso hier sterben. Wir waren nicht gerade eine normale Familie. Selbst zu meiner Zeit. Meine Eltern waren beide Forscher. Da war es natürlich logisch, dass ich auch Forscherin wurde. Ich wurde sogar als eine Art Wunderkind gefeiert, obwohl das für mich eine schmerzliche Erinnerung ist. Es gab Leute, die meinten,
Ich würde nur auf der Erfolgswelle meiner Eltern mitschwimmen. Es ist also nicht so, dass wir uns nicht nahe standen. Ich habe mich nur irgendwie von ihm distanziert. Obwohl wir zusammen Familienurlaube unternahmen und immer viel Spaß hatten, als ich klein war. Naja, als ich älter wurde, hatte ich kaum noch Zeit für sowas, weil ich mit meinen Forschungen beschäftigt war. Aber ich weiß noch, wie wir zusammen Vergnügungsparks besucht haben, als ich noch jünger war. Wie mein Herz auf der Achterbahn pochte, wie die Lichter bei der Abschlussparade funkelten. Es war wie eine Traumwelt. Ich wollte immer wieder dieselbe Achterbahn fahren und nervte meine Eltern damit. Und ich weigerte mich zu gehen, als der Park zumachte. Ich kletterte sogar auf einen Turm. Meine Mutter war so wütend. Das sind meine einzigen schöne Kindheitserinnerungen. Sie schenken mir nach dem furchtbaren Unglück Kraft. Es gab eine Katastrophe, die den Tod unseres Planeten ankurbelte. Ich forschte nach einer Lösung. Darum ist es so wichtig, dass ich in meine Zeitalter zurückkehre, verstehst du? Ich darf hier also nicht sterben. Irgendwas müssen wir doch gegen diesen Wärter unternehmen können. Na dann, reden wir. Wir können ja sonst nichts machen, außer mit dem Wärter zu reden. Ihr sollt also auch hingerichtet werden. Ja. Die Gefährlichsten werden wohl kurz und schmerzlos hingerichtet. Alles Gute kommt von oben. Nichts für ungut. Alles Gute kommt von oben? Also nutzen sie eine Guillotine? Oder sollten wir nur uns auf den Galgen gefasst machen? Was weiß ich, ich habe nur die Schlüssel. Ich weiß nur, dass ihr zur heiligen Krone mal in die Höhle gebracht werdet. Was? Apropos, in letzter Zeit gibt's hier echt viele von euch. Beschert mir einen Haufen Mehrarbeit. So läuft's hier, seit dieser Tempel Indulgentia gegründet wurde. Vorher war es schön ruhig und friedlich. Ja, diese Kirche will wohl alle Widerständler einfach töten. Der Tempel und seine Blume. Was soll diese Floß Indulgentia überhaupt? Ach die, der Name deutet schon an. Eine Indulgenz. Nachsicht. Spricht den Träger von seinen Sünden frei. Laut den Patriarchen entstand das Silenzium, weil Menschen furchtbar sündhafte Wesen sind. Mit der Floßindulgentia können wir uns von diesen Sünden freisprechen und diese grässliche Jahreszeit fernhalten. Hat ja bisher gut geklappt. Das ist doch absurd. Und ich nehme an, alle hier glauben diesen größenwahnsinnigen Quatsch. Wenn du es Verblendung nennen willst, liegst du falsch. Der Patriarch hat sein Orakel. Das spricht nur die Wahrheit. Und genau sowas würde jemand mit Hang zum Größenwahn behaupten, meine Güte. Ich wünsche, jemand würde mich von diesem Idioten freisprechen. Wie bitte? Ach nichts, ich rede mit mir selbst. Tja, hättet ihr einfach seine Wahrheit akzeptiert und eine Plus-Indulgentia getragen, wärt ihr nicht in dieser Lage. Ich werde jetzt wohl dir doch eine, stimmt's? Ich brauche nichts, um mich von meinen Sünden freizusprechen. Denk dran, Lügen ist eine Sünde. Ich sehe es doch in deinen Augen, du bist eine Floßindulgentia und ich kann dir helfen. Ich habe nämlich nicht wenige davon und wäre auch bereit, dir eine zu geben. Gegen ein kleines Sümmchen. Ich habe kein Geld dabei, Junge. Die sind nicht gerade günstig zu haben, aber wenn du eines hättest, könntest du dein Todesurteil aufheben. Also was sagst du? Ich will keine. Bleib dir treu, diese Blume ist echt nicht wert. Yay! Wir werden gerettet. Brecker, wozu hast du gesteckt? Das könnte ich euch auch fragen. Ihr wisst schon, dass ihr es mit Missionaren Humoren zu tun habt, oder? Es ist sinnlos zu bleiben, wenn euch einer davon über den Weg läuft, sonst landet ihr hier. So weit will ich nicht gehen. Ich habe einfach eure Stimmen im unterirdischen Korridor schallen gehört. Ist er hier in der Nähe? Dann hatte ich wohl doch recht mit meiner Vermutung, dass er von Winde Widerständlern gebaut wurde. Er
ist mit diesem Verlies verbunden. Ich wusste gar nicht, dass es diese Route gibt. Zumindest bis jetzt. Trotzdem, ich bin froh, dass du hier bist. Hast du abgemacht, dass ich dich bis zur Chronomalie bringe? Schon vergessen? Du kriegst nur, wofür du bezahlt hast. Hier hält uns nichts mehr. Ich würde sagen, es wird Zeit für einen Gefängnisausbruch. Yay! Ich mag Bracker. Das Verlies haben wir hinter uns. Was jetzt? Wir müssen immer noch zur Chronomalie. Wenn das Erdbeben mal vorbei ist. Hey, was? Das ist etwa? Stürzt der Korridor jetzt endgültig ein? Ich doch auch nicht. Keine Sorge, dieses Rumpeln kam von näher an der Oberfläche. Hat echt gute Instinkte, der Kerl. Wahrscheinlich ist in der heiligen Hauptstadt was los. Sehen wir es uns an. Ich wüsste so gern, was er weiß. Was will er von der Winterchronomalie und was weiß er über die Blumen? Warum weiß er, dass sie es nicht wert sind? Meine Güte, ist Toxa nicht da drüben? Oh, ja, stimmt. So eine Lawine habe ich ja noch nie gesehen. Dann wie es das Orakel prophezeit hat, Toxa fällt einem großen Katastrophe zum Opfer. Naja, wenn das Orakel für die Lawine sorgt, ist es klar, dass Toxa auch die Lawine bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist das alles einfach ein abgekatertes Spiel und das Orakel sorgt erst für die Katastrophen, die dann einbrechen. Die Prophezeiung des Orakels, dass es zu einer großen Katastrophe kommen soll, hat sich wohl bewahrheitet. Das Orakel? Was? Das Orakel des Patriarchen hatte recht. Los, wir sollten uns auch taufen lassen. Und am Ende rennen alle in die Kirche und holen sich so eine komische Blume. So kann man sich natürlich noch mehr Macht verschaffen. Dieser Siegfried kriegt genau, was er wollte. Wenn es so weitergeht, laufen bald alle im Argen mit so einer verloste Indulgenz hier rum. Stimmt, der hat ja auch eine rote. Das habe ich mich auch schon gefragt. Im Verlies wirkt es so, als wüsstest du genau Bescheid. Ich dachte, ihr hättet was bei der Chronomalie zu erledigen. Ich halte mich aus euren Angelegenheiten raus, also solltet ihr euch auch aus den Angelegenheiten anderer raushalten. Meine Pflichten sind für heute erfüllt. Ich gehe wieder in mein Versteck. Wenn ihr zu Chronomalie wollt, wendet euch ein andermal wieder an mich. Was ist los? Was verbirgt er? Er hat doch was zu verbergen. Arias ist schon eine Gute. Aber darum können wir uns später kümmern. Tun wir jetzt erstmal, was er sagt und teilen uns auf. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Okay, dass wir uns hier jetzt frei bewegen können, ist aber auch interessant. Wir haben eine Nebenquest, die wir annehmen können, aber ich würde sagen, für heute belassen wir es mal dabei. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich bin gespannt auf Barracks Geschichte. Was hat er uns zu erzählen? Was weiß er? Ich will ihn unbedingt näher kennenlernen. Ich will meine Beziehungsquests mit Barrack. So. Und ja, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye.